Liebe Mitglieder und Freunde des BVK, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerne wende ich mich traditionell am Ende des Jahres noch einmal an Sie und an euch, um so ein bisschen zu reflektieren, was so im ablaufenden Jahr den Verband und uns alle bewegt hat. Wir haben natürlich hier die Betrachtung der weltweiten Konflikte, die uns alle sehr bewegt haben, kriegerische Auseinandersetzungen und die Auswirkungen, Inflation, die wir auch hier in unserem Land deutlich spüren. Aber trotz dieser schwierigen Gemengelage ist es immer noch unsere sozialpolitische Aufgabe, die Menschen zu sensibilisieren und davon zu überzeugen, Absicherung und Vorsorge zu betreiben. Ich denke, das ist gerade heute in dieser Zeit sehr wichtig. Und es wäre schön, wenn diese wichtige Aufgabe, dieser sozialpolitische Auftrag von der Politik honoriert würde. Das Gegenteil ist leider der Fall. Auch das jetzt ablaufende Jahr ist wieder sehr stark geprägt von Regulierungsthemen. Sie alle verfolgen die Debatte um Provision und Provisionsverbote im Rahmen der sogenannten EU-Kleinanlegerstrategie. Ich will kurz darauf eingehen. Die entsprechende Kommissarin, Frau McGuinness, hat vor knapp einem Jahr, also zum Jahreswechsel 2022/23, dieses Thema aufgebracht. Das heißt, der BVK und viele andere in dieser Branche waren sofort gefordert zu intervenieren, haben das Thema Europa und Regulierung zum Schwerpunktthema für das jetzt ablaufende Jahr gemacht. Sie müssen sich vorstellen, das beinhaltet Gespräche mit Abgeordneten, Stellungnahmen, Gutachten, Briefe an die Kommission, Briefe an Frau McGuinness, an Frau von der Leyen, Einschaltung der nationalen Politik und das alles in Zusammenarbeit mit unserem europäischen Verband, dem wir hier sehr dankbar sind, BIPAR. Sie haben das gelegentlich gehört unter der Führung von Nick, unserem Geschäftsführer, und natürlich über unsere Mannschaft im eigenen Büro in Brüssel. Erfolgreich können wir am Ende des Jahres sagen, es gibt Stand heute kein generelles Provisionsverbot und wir werden die Entwicklung weiter beobachten. Sie wissen, Anfang nächsten Jahres, im Juni besser gesagt, sind Europawahlen und man muss sehen, wie es dann weitergeht. Gerne wende ich auch einen Blick in sozusagen nationale Gefilde. Ich möchte gerne die Jahreshauptversammlung im Mai diesen Jahres ansprechen in Münster. Eine tolle Mitgliederversammlung. Ich kann Sie nur alle ermutigen, einmal an unserer Mitgliederversammlung teilzunehmen. Wir haben lebhafte Podiumsdiskussionen, wir haben tolle Gäste, wir haben Netzwerkabende. Und wenn Sie Spaß und Freude haben, notieren Sie sich schon mal den 23. und 24. Mai kommenden Jahres. Wir sind wieder in Berlin, die Vorbereitungen laufen. Und es wäre ja schön, wenn man den einen oder anderen, den man bisher dort noch nicht gesehen hat, auch hier einmal antreffen würde. Ein weiterer gedanklicher und verbandlicher Schwerpunkt ist die Entwicklung unserer Junioren und versuchen, die einzubinden in digitale Tagungsformate und eben auch in eine Präsenzveranstaltung im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Und vielleicht ist der ein oder andere, der mir und uns heute zuschaut, in diesem Alterskreis und sagt, Mensch, da war ich noch nie dabei, das wäre vielleicht spannend, ich komme auch mal dahin. Melden Sie sich einfach bei uns in Bonn, wir nehmen Sie gerne mit auf den Weg. Dann möchte ich vielleicht noch kurz berichten vom Spitzentreffen. Spitzentreffen ist, wenn die BVK-Präsidiumsarbeit zusammenkommt mit den Vorsitzenden der Vertretervereinigung der Hausvereine. Auch da ging es natürlich um das Thema Provision. Ist die Altersvorsorge auf dem Prüfstand, gesetzliche, private Altersvorsorge? Sie verfolgen das ja auch in der Politik. Also auch spannend. Dann haben wir im Oktober des ablaufenden Jahres an der DKM-Messe, Sie wissen, die große Maklermesse in Dortmund, sehr stark teilgenommen, haben mit vielen Formaten unseren Auftritt dort verbessert. Wir waren Sponsor der Young DKM, wir haben im Unternehmer Ass auch eine Auszeichnung mit vielen Beteiligten, mit vielen jungen Leuten, mit erfolgreichen Agenturen teilgenommen. Alles das sind Dinge, wo wir eine starke Präsenz zeigen und uns freuen, dass man uns hier im Markt wahrnimmt. Etwas mehr auf der fachlichen Ebene, Vertriebsrechtssymposium findet auch in jedem Jahr im Herbst statt mit der Universität Münster
und mit Graf von Westphalen aus dessen Kanzlei. Auch hier wird mehr auf fachlicher Ebene mit Juristen diskutiert über die Fragen Provisionsverbot, EU-Ebene, Nachfolgeregelungen in Vermittlerbetrieben. Also es ist spannend, es ist viel los, es macht Freude und ich will vielleicht noch einen kleinen gedanklichen Schwerpunkt auf ein Thema legen, Makler im BVK. Ja, in der Vergangenheit hat man den BVK vielleicht stärker wahrgenommen als den Verband der gebundenen Vermittler. Und wir wollen hier unser Profil, unser Makler- und Markenprofil etwas schärfen, haben deshalb einen Maklerbeirat mit externen Teilnehmern gegründet. Also das ist auch ganz spannend. Lassen Sie sich überraschen, was da im nächsten Jahr noch auf uns und auf Sie zukommt. Selbstverständlich ist es unsere Primäraufgabe, die Interessen der Vermittler wahrzunehmen. Und dazu haben wir natürlich auch unsere Öffentlichkeitsarbeit. Diejenigen, die unseren Verband verfolgen, wissen, dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren deutlich personell hochgefahren haben und werden das auch im neuen Jahr noch verstärken. Lassen Sie sich überraschen, was da noch auf uns und auf Sie zukommt. Ja, am Ende des Jahres und am Ende meiner Gedanken, die ich Ihnen heute hier darbringen darf, danke ich. Ich danke allen, die zum Gelingen des Verbandes, der Arbeit der Vermittler beigetragen haben, für Mitarbeit, für Solidarität und richte natürlich auch den Appell an Politik, jetzt mit den Regulierungsvorhaben mal ein wenig innezuhalten. Aber das soll es dann auch an kritischen Gedanken sein. Ihnen allen, so wir uns kennen und auch denjenigen, die uns vielleicht noch kennenlernen, besinnliches Weihnachtsfest, gesegnete Feiertage, einen Rutsch ins neue Jahr, unfallfrei und schadenfrei, selbstverständlich als Versicherer. Bleiben Sie uns gewogen, genießen Sie die Bilder des Jahres, die nun folgen. Dankeschön.